Hallo und willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. Wir wollten jetzt in den Bergtempel, den haben wir ja nicht gefunden. Und ich würde auch sagen, dass wir da gar nicht großartig weitersuchen. Das habe ich in der letzten Folge, waren wir jetzt schon echt viel damit beschäftigt zu... Wo muss ich denn da hin? Achso, jetzt muss ich eh da lang. In der letzten Folge waren wir eh relativ stark damit beschäftigt... zu sammeln. Deswegen. Werde ich jetzt erstmal weiter sammeln, so. Nee, deswegen will ich jetzt mal ein bisschen hier wieder ein bisschen die Story weiter treiben. Das Sammeln können wir auch wann anders machen oder nach der Story. Beziehungsweise ich, weil das wird eher wenigen Leuten interessieren. Wir sammeln das, was uns da über den Weg fällt. Oder was auch bei den Füßen liegt, wenn wir gerade vorbeirennen. Jonah, die Mine muss hier irgendwo sein. Ucho sagt, sie liegt am Fuß des Berges. Er hat einen Rebellen geschickt, um sie zu öffnen. Danke. Ja. Wie das da, das haben wir auch mal. Und somit geht's auch direkt weiter. Endlich da. Der Bergtempel. Und hoffen wir mal, dass uns nicht gleich Feinde entgegenkommen. Ich muss vorsichtig sein. Da haben wir auch erstmal was zum Sammeln. Das nehmen wir. Das andere haben wir voll. Und da hinten... Kommt erstmal eine. Ach, unsere Ausrüstung. Wieso liegt da unsere Ausrüstung? So. Halt, ich wollte da. Ah ja, das da wollte ich noch mitnehmen. Ja, da liegt doch noch was. Achso, das konnten wir. Ja, das konnten wir ja nicht aufheben. Das hatten wir ja schon voll. Ja, super, dann haben wir unsere Ausrüstung wieder. Und es geht direkt weiter. Sind hier Feinde irgendwo? Nee. Alles voll. Ich ja, kann toll. Nicht mehr tragen. Hätte ich nochmal verkaufen sollen, bevor wir losgehen. Kann ich da reingehen? Nee. Wow! Das war jetzt so unerwartet. Ich dachte ganz leicht, dass ich dahinter komme. What? Naja, was ist schon eine Folge ohne Sterben? Hä, jetzt kommt die hin? Warum haben wir jetzt einfach abgebrochen? Hat Hakan aufgebrochen. Sie ist bereit, sobald du das Tor öffnest. Seit wann ist erstmal der Untertitel so blau und farbig? Und seit wann brechen die einfach so Dialoge ab? Ist ja furchtbar. Aber wir haben mal einen Fähigkeitspunkt bekommen, das weiß ich. Jawohl. Und dann kann man da... Oh. Ja gut, ne? Jetzt mit dem Dschungel, das ist auch nicht schlecht. Brauche ich eigentlich nicht. Ich wollte aber... Ja genau, sehen sie fallen, das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ah, ich wollte das da eigentlich machen, ne? Dann brauche ich noch eins. Kann ich nicht verbessern. Kann ich auch nicht verbessern. Kann ich auch nicht verbessern. Gut, ja dann, ne? Ich finde, man sollte uns aber... Warte kurz. Ach so, okay. Das sind die Standard.
Das haben wir noch nicht freigeschalten anscheinend. Das haben wir schon jetzt die ganze Zeit getragen. Ja, ne, dann ich würde einfach mal sagen, wir laufen. Oder sollen wir wieder so rumlaufen? Ne, wir laufen so rum. So. Bisschen Kohle. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Holz immer voll. Halt, da lag ja noch was. Achso, das war das Holz. Ich höre die ganze Zeit Stimmen, aber Gegner sehe ich keine. Ich dachte, dass er erstmal mit einem redet, deswegen wollte ich den nicht gleich killen. Ich dachte, da steht noch ein anderer dabei. Schade, dass man die Person nicht wegräumen kann, also jetzt irgendwie die Schlucht runterschmeißen. Oder kann ich die aufheben? Nö. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Weil die sehen dann relativ schnell die Leichen, denke ich. Vorsicht. Rauchbomben. Scheiße. Mist. Rauchbomben herzustellen. Ja, nice, ne? Das könnte man. Bleibt da. Gut, die Leiche, die interessiert ihn nicht. Let the Ekimen. So, jawohl, da brauchen wir nicht mal mehr die Rauchbombe gebraucht. Perfekt. Genau wie ich das erhofft hatte. Schauen wir mal, vielleicht. Ah, da ist ja noch eine Dose. Achso, ich kann die gar nicht einpacken. Ach so. Oh gut, das ist doof. Hier bin ich wohl richtig. Das ist voll. Da hinten ist bestimmt, sagen wir, auch voll. Da ist das Tor, das ich öffnen muss. Oh Mann. So. Das wird jetzt spannend. Kann ich hier speichern? Ich will hier mal irgendwie. Der wird halt immer gesehen, ne? Aber von wem? Von denen da hinten? Oder? Schade, dass man nicht pfeifen kann. Oder kann man das irgendwie? Oh Mann. Krieg ich den denn weg? Und wenn ich den kill, dann ist sowieso vorbei.
Nee, der bewegt sich nicht weg. Ah, jetzt passiert da was. Komm her, komm her, komm her, komm her, bitte. Nein, nicht weggehen. Was ist eigentlich mit den Dingern hier? Die kann ich kaputt schießen, okay. Hier sind so viele, das wird eh wieder zu einer Schießerei führen, weil ich die gar nicht heimlich machen kann. Das Problem ist halt immer, dass sie auch die Leichen sehen und man die nicht wegräumen kann. In Lac, Laili Tijanech Watello? Mit dem Bogen kann man die auch nicht so one-hitten. Also oftmals. Scheiße. Scheiße. Ja, das meine ich. Das ist so unnötig. Ehrlich. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Ja, gut, das Schleichen im Spiel ist nicht so geil. Muss ich ehrlich sagen. Es macht zwar Bock, es ist sehr eindrucksvoll, aber es ist nicht machbar, weil du einfach die Leichen nicht weghauen kannst. Hat keinen Sinn, weil... Die bewegen sich nicht? Die machen durchgehend das Gleiche? Und wenn du dann mal einen schaffst, ja, die Leiche liegt dann einfach da, ne? Also, ist einfach so. Die Leiche chillt da und dann bis jemand die Leiche sieht. Ich weiß gar nicht, muss man die alle unbedingt töten oder muss man sich da manchmal einfach nur vorbeischleichen? Ich habe mittlerweile mehr das Gefühl. Kann man Lockpfeile herstellen, die nicht kaputt gehen? Oh, das wäre so nice. Was passiert, wenn ich da irgendwo einen Pfeil hinschieße? Zum Beispiel hierher. Interessiert ihn nicht. Okay. Wird aber auch darauf beobachtet. Der zurückgeht, wie jetzt, könnte man eventuell mal... Och, Mann, das war knapp. Verwacht er da die ganze Zeit? Bewegt er sich nicht? Der bewegt sich wiederum gar nicht. Das ist natürlich nicht so toll.
Du, Janetsch, tanu bin unakal in Wall, Helbisch, uchail kaltale. Tja, theoretisch könnte ich den auch rausnehmen, aber dann, obwohl. Jawohl. Nein! Haben die jetzt gerade die Leiche gefunden, oder? Es hat so keinen Sinn. Das ist, also das, die Schleichmechanik in dem Game. Das ist das allerletzte. Es war saune geile, sau gut gemacht, so gut, aber. Da kannst du nichts anders machen, außer durchgehend immer ballern, weil. Einfach durchballern den Weg. Sollen wir hier Uncharted spielen oder was? Ah, nee. Da ist das Tor, das ich öffnen muss. Ja, toll. Bin schon genervt. Weil du hast auch nichts, mit denen du irgendwie die Leute irgendwo hinlocken kannst oder sowas. Ich glaube, du musst hier echt nur durchkommen, ohne die zu killen. Weil anders kann ich mir das nicht erklären, weil sobald du einen killst, ist Alarm, weil früher oder später die Leiche gesehen wird. Bewegt er sich jetzt nicht weg oder was? Feuerpfeile, dann kann ich mal wieder ein bisschen Material sammeln. Oder gibt es irgendwo Optionen? Tastenbelegung? Seelen suchen? Nö. Gameplay. Nö, ne? Tja, was mache ich jetzt? Hier wird früher oder später gesehen, das haben wir auch schon festgestellt. Jetzt bewegt er sich. Jetzt bewegt er sich. Ist das dein Ernst? Ah, ich hänge da! Ja, jetzt haben sie die Leiche wieder gesehen. Jetzt sind sie gleich wieder alle alarmiert. Gleich rennen sie alle los. Ja, und jetzt sind wieder alle alarmiert. Toll. Was sollst du da machen? Es geht nicht. Wenn, du kannst keine Leiche wegschaffen, nichts. Toll, jetzt kommen sie wieder alle auf mich zu. Herzlichen Glückwunsch, alle sehen das. Weißt du was? Nee, es hat keinen Sinn. Muss einfach alle niederstrecken. Ende der Geschichte. Jetzt muss ich dieses Tor öffnen. Es geht nicht. Also sorry Leute, ich will echt heimlich spielen. Das ist echt... Hätte ich voll Bock drauf, aber... Solange ich keine Leichen oder Leute irgendwie zu mir locken kann...
oder Leichen verstecken kann oder tragen kann, hat Stealth keinen Sinn. Hat keinen Sinn. Ist einfach so. Ihr habt es gerade selber gesehen, es ist unmöglich. Der Tormechanismus könnte auf der Mauer dort sein. Was, auf welcher Mauer denn? Bin gerade ein bisschen enttäuscht von dem Spiel. Dafür habe ich nicht genug Platz. Weil sie hätte ich auch nicht hochgehen. Hätten die da geübt haben, hätten mich dann gesehen und so ist es. Keine Chance. Keine Chance. Alter, gibt es hier was zum Sammeln? Habe ich irgendwas übersehen? Ich sehe jetzt nichts, aber ich habe jetzt auch gar nicht Lust, großartig zu sammeln. Ich habe mich hier lang genug aufgehalten. Ah, und da passt der Schlüssel rein, also die Schlange da. Huntuni Schokol, Galantbil! Uzu, bring ihn weg von hier! Hey, wieso hat die No gesagt? Die würde ich mit Leichtigkeit schaffen, ey. Hätte ich kein Problem. Jonah. Wie geht's, Ätzli? Gut. Sie haben ihn befreit, aber sie haben Onuratu. Oh nein. Bist du okay? Ja. Ich hol die Schatulle. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Tu, was du tun musst. Danke. Das Auge der Schlange. Oh. Was ist es? Das Auge der Schlange. Mhm. Halt. Ist hier irgendwas zum... Wo ich vorbeigelaufen bin? Nö, nö, nö. Gut. Oh, ich traue mich nicht. Ich hasse es. Muss ich da E drücken? Oh. Okay, war's. Ja, ich dachte vielleicht, dass ich wieder das Ding schmeißen muss, weil... Das gibt's ja jetzt öfter. Und ich schalte da manchmal nicht so schnell. Yeah, wow! Ich mag das überhaupt nicht, wenn es automatisch abspringt. Weil dann erwarte ich das nicht. Ah ja, stimmt. Gut, jetzt sollte ich vielleicht mal wieder auf den Bogen ändern. Perfekt. Alles voll. Ja, ich weiß, dass du voll bist.
Sieht aus, als wäre es der einzige Weg, okay? Soll ich mich da jetzt runterlassen, oder? Ach so. Hä? Oh, plötzlich kommt... Hey. Ah, das ist ein Grafikfehler. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Okay, ja, gut. Da ist ein roter Fleck. Ich weiß nicht, soll ich mich da jetzt echt fallen lassen, oder... Kann ich da irgendwo hinschwingen? Warum war das so eine Musik? Also es ist so ein Geräusch, so... Naja, gut, dann holen wir nochmal Luft. Hier ist nichts mehr. Na, halt, stopp. Was ist hier? Achso, nichts. Ich dachte, dass man da durchschwimmen kann. Na gut. Es gibt viele Unterwasserpassagen in Shadow of the Tomb Raider. Ja, mal gucken, kann man das sammeln mittlerweile? Nee, bin ich voll. Und wieder so ein giftiger Frosch. Mag ich nicht. So. Oh Gott, hört sich wieder sehr nach Dschungel an. Nach viele, viel bösen Tieren. Ah, oh, schön. Da unten scheint ein Tempel zu sein. Herrlich. Wunderschön. Wirklich schön gemacht, das Spiel. So, dann kann ich mal hier die Seilrutsche verwenden. Los geht's. Hallo, ich habe Leertaste gedrückt. Könntest du doch mit dem Hecht reinspringen, wäre doch kein Problem. Und ein Lagerfeuer. Wie lange nehmen wir schon auf? Nee, so nicht. Aber wir könnten gucken. Haben wir vielleicht mal einen Fähigkeitspunkt? Was wird Dominguez mit ihr machen? Vier. Nice. Hoffentlich lässt er sie leben. Solange er die Schatulle braucht. Ich weiß, ich wollte eigentlich diese gleichzeitig erfassten Ziele machen. Hoffentlich ist sie okay. Aber irgendwo gibt es ja Lockpfeile. Hier, stellen Sie Lockpfeile her. Feinde werden angelockt und lösen eine tödliche Giftwolke aus. Sichtwelt wird vernebelt. Theoretisch, Lockpfeile wären saugeil. Aber ich mag diese Giftwolke ehrlich gesagt nicht. Das ist sinnlos. Ja, stellen Sie Giftgranaten her. Stellen Sie Lockfallen aus feindlichen Leichen her. Das wäre natürlich noch geil, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, so wie vorhin, den kill und dann kommt der andere, untersucht das. Dann ist zwar eine Explosion, da sind es auch alle mit, aber dann ist der auch noch weniger. Also ich kann mich gerade schwer entscheiden, muss ich jetzt ehrlich sagen. Nach einem lautlos Kill wieder stehen sie kurzzeitig im Schaden durch Feinde. Gut. Ob das nötig ist, wenn ich lautlos Kill mache, will ich eigentlich sowieso meistens. Ich kann kontern. Das habe ich alles schon. Sie können auch länger atmen, wäre auch ganz nice. Oh, es ist so schwer. Ich glaube, ich nehme diese Lockpfeile. Ich weiß nicht, wie auffällig diese sind. Angrenzen. Oh, nee, komm.
Habe ich das gemacht? Oh. Hellen Sie mit dem Bogen, halten Sie zur Herstellung von Lockpfeilen. Geräuschlose Pfeile, Stoff, Toxin. Diese Pfeile locken Feinde in der Nähe an und gehen tödlichen Nervengas frei, wenn sie explodieren. Ja. Gut, ne? Und als nächstes machen wir das. Also müssen wir da noch ein bisschen sammeln. Ein Tagebuch des T. Serrano II. 29. November 1603. Lopez fragte mich beim Abendessen, ob diese Heiden meiner Meinung nach der vermeintlichen Macht des Artefakts würdig seien. Ich musste zugeben, dass die Paitizianer zwar einen aufrechten, strebsamen Eindruck machen, angesichts ihrer über kräftige Muskeln gespannten, straffen Haut und ihres Mangels an Schamgefühl, aber doch eher Tieren gleichen. »Und was ist mit den Oberhäuptern unserer Gesellschaft?«, fragte er weiter. »Sollten sie einfach mit ihren parfümierten, beringten Fingern wedeln können und erwarten, dass wir gehorchen? Dass wir zurückkehren und uns neben sie setzen, wenn sie uns rufen? Behandeln sie uns nicht auch wie minderwertige Wesen, wie Tiere?« Darauf hatte ich keine Antwort. Was er gesagt hatte, war Ketzerei und Verrat. Und doch fragte ich mich, ob es nicht in gewisser Weise die Wahrheit war. Was haben wir da noch zum Sammeln? Das haben wir voll. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Da kommen wir weiter. Von wem sind die? Sieht sehr bequem aus da oben. Würde ich mich trotzdem nicht hin. Nee, hä? Was haben wir da? Weder Maya noch Inka. So, die Effigies da, oder was? Ah, die hat sie gemeint. Wieder ein paar Erfahrungspunkte. Dafür habe ich nicht genug Platz. Dafür habe ich... Auge der Schlange. Es ist hoch, aber es geht. Was? Ich soll da runterspringen? Ja, okay. Okay, ich komme. Hallo? Ich wollte einen Hecht reinmachen. Achso, es ging, glaube ich, nicht. Das ist unglaublich. Was haben wir hier so zum Sammeln? Ach du Scheiße. Naja, schauen wir mal. Ich glaube, das brauche ich nicht. Das habe ich voll, das war klar. Das habe ich auch voll. Und das habe ich auch voll. Ja, das habe ich alles voll. Theoretisch. Das habe ich voll, 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 voll. Das unten habe ich auch voll. Die Schatztruhe kann ich sowieso nicht öffnen. Ich kann es gerne mal probieren. Hä? Seit wann kann ich Schatztruhen öffnen? Ah ja. Okay. Ah, der hat nicht geleuchtet, ne? Das ist ganz schön frech eigentlich. Oh, hier ist ganz schön tief. Hä, wieso ertrinke ich jetzt? Was? Nein, lass mich in Ruhe. Hä, wo kommen die her? Oh, Mann. Das Spiel, das reizt mich echt. Das ist... Da sind sie. Tja, irgendwie, ich komme da, glaube ich, gar nicht so leicht hin.
Diese Piranhas, die gehen mir ein bisschen auf den Keks. Wo ist das da noch? Hey, ist das ein Schatz da hinten? Yay. Haben wir gleich einen zweiten versunkenen Schatz? Oder sind alle fünf hier? Nee. Ich tauche jetzt einfach ein bisschen in der Gegend rum. Hä? Ah, siehst du, da ist der dritte. Sind vielleicht doch alle hier. Jetzt tauch da runter. Was ist denn mit dir? Drei von fünf? Voll? Eine Kartenaktualisierung. Das ist immer super. Ach ja, dann haben wir hier nochmal eine... Was ist hier? Ach, das ist die Herausforderung. Ja, das ist dann die Herausforderung. Aber hier haben wir noch was Schönes. Wenn ich da... Ah, also die Kartenbedienung, das ist... Geht mit der Maus nicht so richtig. Oh, doch, da. Aber, ja genau. Das markieren wir mal. Oh. Und da haben wir ein bisschen... Dafür habe ich nicht genug. Wann habe ich Holz voll bekommen? Ich finde, da ich das habe, könnte man dann das da hinten gleich markieren. Und eh wieder ins Wasser gehen, um zu gucken, wo die nächsten Truhen sind. Nicht keine Piranhas, ne. Das haben wir ja schon. Hier sind keine Truhen. Oh, das sind die Piranhas. Mann, ich hätte echt das... Hätte ich eigentlich schon irgendwie gerne das länger tauchen, aber andererseits ist es auch wieder komplett sinnlos. Scheiße. Achso, in dem Schatz war ich schon. Und jetzt runter. Schnauze. Ich sehe im Hintergrund die Piranhas. Ich hoffe, dass sie mich nicht angreifen. Halt! Da ist noch irgendwas gewesen. So, und jetzt einfach nur in die Höhe. Nein! Jetzt haben sie mich gesehen. Ey, wie sollst du da... Was sollst du da machen? Ey, das ist so Rotze, ehrlich. Das Spiel ist so unmöglich. Ich stelle das gleich auf Pipifax leicht. Weil auf normal, ich bin 20.000 Mal schon gestorben wegen der Scheiße. Mann. Wenigstens hat es gespeichert, dass ich das eingesammelt habe. Ich glaube, ich muss die ganze Zeit einfach nur Opfer bringen, dann geht das schon. So, einfach mal da runter. Da ist bestimmt irgendwo der nächste. Truhe, da ist eine Truhe. Gleich kommen eh die Piranhas, nachdem ich die Truhe geöffnet habe. Alter, jetzt öffne die blöde Truhe! Mann. So. Schnauze. Ja, meine Güte. Wenn ich hoch... Schwimmen, das sind sowieso wieder die Piranhas. So. Eine Truhe fehlt mir noch. Die hätte ich irgendwie schon gerne.
Aber wo die ist? Hm. Stimmt, unter Wasser in irgendeine Höhle. Ist hier irgendwo eine Höhle? Nö. Habe ich einen Schatz gefunden. So. Oh, ich finde die letzte Truhe nicht. Vor allem, die wird mir auch nicht angezeigt. Na gut, hier war ich schon. Hier haben wir ja schon zwei Truhen gefunden. Da! Nehmen wir die. Perfekt! Oh, das war jetzt eine schwere Geburt, ich sag's euch. Wo muss ich da jetzt lang? Hier haben wir alles freigeschalten. Dann... da lang. Yay. Mach mal weiter. Ich sehe gar nichts. Bisschen mit Tempo, nicht, dass uns die Luft ausgeht. What? Da, Luftblasen, oder? Nicht? Doch, da. Oh. Hat mich jetzt schon gewundert. Aber mache ich nochmal zurück, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Da zum Beispiel habe ich ein bisschen Erfahrung. Ja, gut. Ich weiß, ich bin wieder... Ach, das haben wir voll. Lol. Auch voll. Hey, krass. Hey, wieso kann ich? Ich bin doch... Ja, wo bin ich? Ich kann doch... Mich jetzt hier hoch? Hey, wo hole ich da Luft? Ah, seht ihr, das hätte ich vergessen. Die detaillierten Gravuren auf diesem Helm und sein ungewöhnlich guter Zustand könnten bedeuten, dass er eher zur Zierde als zum Schutz im Kampf getragen wurde. Na, wo ist die Untersuchung? Ja? Oh, das war eine Konsole um Weiten besser, weil da hat das vibriert, wenn du in der Nähe warst. Und vielleicht hier ist es... Vielleicht wollte Lopez damit seine eigene Wichtigkeit signalisieren. Hier ist es einfach Zufall. Weil die Maus vibriert ja nicht. Kann ich hier hoch? Lol. Ja, wo bin ich denn hier? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Sie brachten ein heiliges Objekt zu dem Tempel. Die Schatulle von X'Chell. Was war das? Hä, was soll da vorbeigelaufen sein? Wo denn bitte? Bin ich jetzt hier richtig? Da bin ich jetzt... Ich mag...
Hallo. Da, das. Ja, genau, das. Enter, genau. Immer wieder ins Wasser. Ah, toll. So, das ist gar nicht so ein. Ich dachte jetzt, das ist so ein. Oh. Dann holen wir uns das noch. Also hier geht's auch nicht weiter. Oh. Was ich nicht so ganz kapiere, ich bin jetzt hier oben. Kann oben lang, aber ich kann auch unten lang. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Oder komme ich unten auch hier raus? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Ich glaube aber schon, dass ich da rauskomme. Jetzt kann ich rechts und einmal links rum. Ich bin rechts. Schaut es da aus? Okay, ich habe komische Geräusche gehört. Ich tauche wieder ein. Schwimme auf der anderen Seite. Achso, nee, da geht's zur Hauptstory. Da geht's anscheinend wirklich zur Hauptstory weiter. Dann mache ich das doch da hinten. Was zum? Ein Steinabrieb von den Wänden des Cenote. Es ist einfach nur ein großes X verbunden mit dem Wort Lauft. Okay. Das haben wir voll. Ja gut, Gott sei Dank sind wir dann nochmal zurück, weil hier ist anscheinend gar nicht mehr. Und dann können wir da wieder hintertauchen und der Story wieder folgen. Oh Gott. Nur aus Sicherheitsgründen. Sie ist nachgeladen. Da ist eine Falle. Kann man die entschärfen? Hätte ich auch einfach drüber springen können, oder? Hängt wer, ja? Da oben hängt wer. Eindeutig. So, es geht weiter. Dachte, da kommt noch was von hier. Alter, ich dachte, dass da jetzt was rechts was vorbeigelaufen. Komme ich überhaupt rechts? Hä? Warum kann ich da was sammeln? Komme ich da noch hin, oder? Ja, geh doch noch ein bisschen näher ran. Ich würde wollen, dass du noch ein bisschen näher rangehst. Nein? Oh, scheiße. Oh. Nicht gerade mein Favorit, so zu springen. Ja, weißt du, ich drück E und wann schmeißt sie, wo sie unten ist? Ey. Also ich sehe das schon, ich weiß schon im Vorfeld, dass ich sterbe, weil es beim ersten Versuch nie funktioniert. Und wieder was vorbeiläuft. Hä? Dann schwingen wir uns mal dahin. Komm, kletter hoch.
Was war das für ein Schatten wieder, ey? Alter, jetzt wird's echt gruselig. Okay. Also nach links geht's, glaube ich, der Hauptmission weiter. Und rechts ist, glaube ich, eventuell... das Herausforderungsgrab. Fehlende Ausrüstung. Dazu benötige ich eine Schrotflinte. Und kann ich da lang? Da komme ich auch dahinter. Oder? Oh, diese Wege, die machen mich wahnsinnig. Ich hole da lieber nochmal Luft, auch wenn ich eigentlich gerade erst eingetaucht bin, aber wenn es da schon gibt. Genau, jetzt habe ich da. Schwarzpulver. Kann es sein, dass das der Ausgang ist von dem Grab? Ja, das geht ja wieder zurück. Ich glaube, hier bin ich verkehrt. Hier muss es lang gehen. Ja, genau. Weiter. Einmal Luft holen nochmal. Oh, ich schwöre, wenn dieses Grab unter Wasser ist, gehe ich sofort zurück. Ey, was willst denn du jetzt? Ist das Ding jetzt tot oder? Reicht das jetzt? Nö. Ja, ja. Ich hol schon Luft. Schon wieder links und rechts. Ich mach mal da, einmal um Luft zu holen. Genau. Hä, sag mal, bin ich bescheuert? Bin ich jetzt zurückgeschwommen? Alter, ich hasse es unter Wasser, ganz ehrlich. Das ist so kompliziert. Unbekanntes Gebiet. Jetzt sind wir. Genau da. Und ich glaube, das Grab ist unter Wasser. Schon wenn ich da dieses Gras sehe zum Verstecken. Ne. Wo geht's hier lang? Ich bin gleich tot. What? Ich wollte eigentlich rechts mal nochmal gucken. Aber jetzt bin ich wieder woanders. Oh shit. Blau? Haben wir Blau schon mal? Ja, das habe ich voll. Jo, schön, ne? Jetzt sind wir hier und jetzt kommen wir nicht mehr weg, oder? Doch, hier.
Gut, da geht's nicht voran. Achso, das geht dahinter. Keine Ahnung, ob das jetzt das Grab ist oder ob das einfach zufällig ist. So, ich gehe jetzt einfach mal da rein. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. So, ein schöner Hechtsprung da rein. Dann haben wir uns das Beutegut da unten nochmal. Hier ist nichts mehr zum Sammeln. Doch, da. Schön versteckt. Im hohen Gras. Sonst ist hier unter Wasser nichts mehr. Aber ein Lagerfeuer. Und das ist gar nicht mal so schlecht. 2. Okay, dann hat sich da nichts geändert. Inventar, gut. Ja, da hat sich bestimmt was geändert, aber ich werde einfach trotzdem immer noch nicht erweitern können, weil überall... Hey! Doch? Okay, gut. Dann Schaden. Klar, den mach mal. Und jetzt ist das natürlich nicht mehr der Fall. Und hier... Ah, den Schaden kann ich auch erhöhen. Mach mal. Kein Problem. Superfecto. Und damit will ich mich eigentlich auch direkt verabschieden von dieser Folge. Am Lagerfeuer. Bevor wir hier in diese dunkle, ekelhafte Höhle gehen, wo es die ganze Zeit Lache rauskommt. Oder was auch immer das ist. Sehr unangenehmes Geräusch zumindest. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Tschüss.